Der religiöse Geist gern durch Gemeinden reist, hat Vorschrift im Gepäck, sieht jeden kleinen Fleck, will manipulieren, Seelen regieren, missbraucht das Bibelwort, ist mit ihm stets vor Ort, um manche zu verführen, das Feuer stets zu schüren von Pharisäertum, von Überstolz und Ruhm. Er ist nicht wirklich echt, er ist ein Heuchelspecht, der laut Getöse macht mit böser Niedertracht. Oft kommt er freundlich her, doch macht er alles schwer. Den Zeigefinger stößt er raus und knipst dabei die Liebe aus. Er weiß natürlich alles besser und zückt sein religiöses Messer, um überall dort reinzustechen, wo sein Gebot sie einfach brechen. Er hat sie fest in seiner Hand, all die, die brav ihm nachgerannt, die seinen Lügen eifrig glauben und dann die Freiheit anderer rauben, indem sie fiesen Druck erzeugen und sich der Heuchelei tief beugen. Ja, dieser religiöse Geist sich in die Herzen mancher beißt, sie hart und unerbittlich macht, bis alles dann zusammenkracht. Doch einem muss er letztlich weichen, dem kann er nicht das Wasser reichen. Jesus befreit und bringt die Wende, macht jeder Heuchelei ein Ende.